So, back in the game. Alles sieht immer noch so hässlich kackbraun aus. Und mir fehlt gerade so ein bisschen die Vorstellungskraft, wo ich noch hingehen könnte, weil wir brauchen den Season Pass und dafür fehlen uns 64 Münzen. Und wo ich die herkriegen soll, da bin ich aktuell gerade überfragt. Ich glaube, ich erkunde einfach mal andere Gegenden. Vielleicht hat sich da ja auch hin und wieder was getan, sodass ich da noch ein bisschen Kohle abgreifen kann. Weil ich da mir nicht so sicher bin, ob das der Fall sein wird. Village Zone. Gibt's eigentlich auch nichts mehr, wo ich noch lang gehen könnte. Mal alles nochmal abgrasen, um zu gucken, ob sich was verändert hat. Hab ich nicht gedacht, dass ich so lange für dieses Let's Play brauche, wobei ich gesehen habe, dass zwei der letzten Parts ja auch nur 11 Minuten circa dauerten, von daher bei, das ist ja nicht so verkehrt, dass man mal variiert, was die Länge angeht, der Folgen. Von daher, und wenn man nicht noch mehr Material hat, ist das ja auch Schlechtes. Wenn man allerdings wäre so eine Phase hat, wo man echt nicht weiß, wo man noch lang gehen könnte, ist das so ein bisschen anstrengend. Ah, da falle ich in die Stacheln. Das war keine Absicht. Das bringt uns auch nicht weiter, weil wir es jetzt nochmal probieren müssen. Och Mann. Ich bin so dumm. D-O-O-M. So. Soda beherrscht meine Gedankenwelt und ich springe schon wieder da rein. Meine Güte, bin ich doof. Dann gehe ich einfach mal hier durch. Aber das bringt uns auch nicht so ganz weiter. Und das ist auch für mich gerade nicht so ganz klar, wo ich noch lang... Ah, Mann! Das Spiel bringt mich hier noch mehr zu Weißglut als Super Meat Boy. Teilweise. Kann ich denn jetzt hier noch hacken? Aber das gibt's doch nicht. Das mache ich jetzt auch nicht absichtlich, um hier künstlich rumragen zu können. Ach. Das grenzt jetzt schon an Komik, an einen Sketch, was ich hier mache. Oh Mann. Slapstick. Mal ein bisschen am Riemen reißen hier. Ich muss immer noch sagen, dass die Grafik jetzt immer noch scheiße aussieht, seitdem das HD-Pack gekauft wurde. Das habe ich mir mehr von versprochen. Ist das so? Ist das irgendwie in Anspielung auf irgendeine HD-Praxis, einfach irgendeine Farbe über irgendwas drüber zu legen? Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen mit diesem Gag. Da komme ich nicht dran, aber ich glaube, da muss ich auch gar nicht hin. Wo könnte ich meine Spitzhacke einsetzen? Hast du nochmal einen neuen Witz? Nein. Er ist immer noch Error. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir sind. So, Bürgermeister. Du hast das Dorf vor dem Schäfer gerettet. Danke dir. Gern geschehen. Aber jetzt muss ich den Verkäufer stoppen. Kannst du mir helfen? Ich habe meinen Teil schon erledigt. Ich habe nichts im Kontext mehr damit zu tun. Weil ich habe nichts Relevantes mehr zu sagen. Immerhin bist du ehrlich. Ja, ich habe quasi noch nicht mehr Ahnung von dem, was hier überhaupt passiert. Naja. Kann mir jemand helfen? Wo muss ich hin? Geh ich nochmal hier hoch. Vielleicht gibt es hier noch was. In der neuen Alan, kümmere dich um das Design Zone oder wie hieß die? Alan fügt das Design hinzu. Alan, please add Zone Name. Achso, den Namen hinzufügen. Hast du noch was zu sagen, Freundchen? Get going. Don't you have a world to save? Mach hin, hast du nicht eine Welt, die du retten musst? Ja, aber ich weiß nicht, wo ich die Kohle für den Season Pass herkriegen soll. Kann ich denn hier noch 64 Mark machen? Ah, hier ist noch was. War das eben schon da? Ich glaube nicht, oder?
ich doch eben nicht gesehen. Ja, hab ich das nur übersehen oder ist das jetzt neu gemacht worden? Auf jeden Fall 162 Münzen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Da fehlen nur noch 37. Ich dachte, da könnte man drüber laufen. Mal wieder über die Stachel. Aber dem ist nicht so. Husch, husch. Dann springen wir hier runter. Auch ein bisschen Kleingeld. Wow. Muss es doch irgendwo noch was geben. Ich das eine Geld da auch schon noch finde. Mal die Wände angucken, ob es da irgendwelche Gänge geben könnte. Ich habe immer noch die Angewohnheit, X zu drücken, um schnell zu laufen. Dabei, wie gesagt, ist das völlig überflüssig. Der läuft sowieso die ganze Zeit schnell. Ich will jetzt nicht eine Komplettlösung für Download-Content-Quest brauchen. Das Restgeld herbekomme. Das ist jetzt doch ein bisschen Sucherei. Haut mir doch lieber ein paar Gags um die Ohren hier, werte Spielermacher. Zwingt mich nicht zu so einer Sucherei hier. Aber hier ist die Musik geil. Zumindest direkt wieder wesentlich einprägsamer als manch andere Melodie im Spiel. Mal hier in der Dunkelheit wird es noch irgendwo was geben müssen. Ha! Neues DLC-Pack. Death of Comedy-Pack. Der Tod der Komödie. Des Comedy-Genres. Ah. Oh ne, hier war ich ja schon. Denkt man immer, man hat was Neues entdeckt und merkt dann, oh ne, hier war ich doch schon. Denke nicht, dass das Death of Comedy-Pack uns weiterhilft. Aber ich kaufe es natürlich trotzdem mal, in der Hoffnung, dass sich etwas tut. Und das wird jetzt auch nur irgendeine Spielerei sein. Ich bin sogar zu blöd, den Verkäufer zu finden. Den Computer. Dum, 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 dum. Bin ich denn jetzt hier? Ach, hier war ich auch noch gar nicht. DLC NPC Pack. Kann ich jetzt NPCs runterladen, die mir weiterhelfen? Ich habe die Orientierung verloren. Es sieht alles so gleich aus. Die Avocado-Zone ist doch noch eine andere Zone, scheinbar. Village-Zone, ja, habe ich damit verwechselt. Ich dachte, das wäre ungefähr dasselbe, weil es einfach ziemlich gleich aussah. So, die beiden kann ich mir leisten. Death of Comedy Pack. Wir wissen es. Der Comedian ist nicht witzig. Auch doch, ich fand ihn lustig. Finde ihn lustig. Kauft dieses hier für seine ehrenhafte Hinrichtung. Okay. DLC NPC Pack. DLC NPC FTW. Erkunde die reiche Historie und die Hintergrundgeschichte dieses Charakters. Welchen meinen die jetzt? Welcher Charakter war das? War das der Historiker? Nee, ich weiß nicht. Mit wem könnte ich denn jetzt hier reden? Immerhin ein bisschen was weiterkommt, was ein bisschen Schwung hier in das Display bringt. Oh, jetzt ist er schon tot. Ich kann seinen Körper suchen. I get that reference. Mein Wortmund, der Komödiant ist tot. Sieht so aus, als wäre seine Todesursache ein Pfeil ins Knie gewesen. Kisch, kisch, kisch. Und noch einer ins Gesicht. Und verschiedene andere in den Rücken. Ja, das hat's erledigt. Eieiei, der Ärmste. So, und was war jetzt das DLC-NPC-Pack? Ach, hier, ja. DLC-Man. Da war doch eben der Historiker, oder? Oh, großartig, ja. Yeah. Los geht's. Boah, was ist dein Problem? Du bist der Einzige, der mit mir redet, weil du dafür Geld bezahlt hast, für das DLC-Pack. Mpf. Dann erzähl mir doch was. Du weißt, ich werde mit dem Plot nicht viel zu tun haben. Ich bin optional. Zum Vergessen. Mpf. Oh ja, klar. Vielleicht werde ich einen kleinen Side-Quest haben, vielleicht ein bisschen Hintergrundstory. Aber was für eine Art von Leben ist das denn bitte? Mpf. Auch ein lustiger Typ hier. Sie haben einen leeren Spot in dieser Stadt für mich gelassen. Also auch wenn du mich nicht gekauft hast, da würde dieser komische Bereich sein, der dann leer gewesen wäre, ohne Grund. Ja, talk about breaking the fourth wall.
Die Mauer muss weg. Sie haben mir noch nicht mal einen Namen gegeben. Schau dir das mal an. DLC Man. Der Ärmste. Story is important. Department unlocked. Ich weigere mich, Teil dieser Scharade zu sein. Das gerade nicht deine Prophezeiung wahrgemacht, dass du inkonsequent bist? Was heißt oder unwichtig oder was heißt inkonsequent? Mit ihm hatte ich doch schon geredet. Brauche Geld, brauche Geld, brauche Geld, brauche Geld, brauche Geld. Können die den nicht günstiger machen, den Season Pass? Sollten wir weiter forschen. Haben wir gerade auch erfolgreich zumindest was gefunden. Dark Zone. Dun 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 dun. Gehen wir doch nochmal in die Avocado-Zone. In der Hoffnung, da auf etwas zu stoßen. Ich weiß gar nicht, wie Avocados schmecken. Habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben zu mir genommen. Das ist nur am Rande. Wie bin ich doch gestartet? Da ist er doch in den, das offene Messer gelaufen quasi. Gerade den Download-Content gefunden. Könnte es denn jetzt noch Geld geben hier? Ich brauche Goldmünzen. Das Spiel ist schon zu groß geworden, zu unübersichtlich. Ja, das waren Zeiten, als Download-Content noch so ein kleiner, überschaubarer Indie-Titel war. Mittlerweile sind die Macher größenwahnsinnig geworden. Hauen hier solche Mammutspieler, AAA-Produkte raus. Lecco mio amore. So. No comment. Kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Jetzt mal gespannt, ob ich das hier noch in diesem Part jetzt beendet kriege, wobei ich ja entscheiden kann, wie lange der Part geht, aber möchte ich schon so im ungefähren Rahmen bleiben. Bin ich jetzt einfach nur blind oder unaufmerksam oder das Spiel gar nicht weiter in Wirklichkeit? Doch, das glaube ich ja schon. Es gibt ja noch den Season Pass zu kaufen. Der wird wohl auch kaufbar sein. Nehme ich doch mal ganz stark an. Oder haben die jetzt extra dreist hier irgendwas total kompliziert versteckt? Reduziert doch den Download-Content. Hätte ich mir das jetzt kaufen können, wenn ich mir den anderen Scheiß nicht gekauft hätte? Das, was sie mir sagen wollen, vermutlich nicht. Vielleicht ist hier irgendwo noch so ein Geheimgang in so einer Wand. Irgendwas, was ich übersehen habe. Sieht halt auch alles gleich aus. Hier geht's lang, aber da war ich ja auch schon. Hier komme ich her. Hier will ich hin.
Oder geht's hier wirklich nicht weiter? Ich könnte es einfach mal probieren. Nein, hier ist mal wieder eine unsichtbare Wand. Nein, Quatsch, ich komme weiter, aber nur ganz schleppend. Und dann werde ich doch weggeweht. Ach, ein Versuch war es ja nochmal wert. Ich hasse es ja, Komplettlösungen in Let's Plays zu benutzen, aber wenn es hier so weitergeht, werde ich da nicht drum rumkommen. Es sei denn, ich will, dass das Spiel sich zieht wie Kaugummi. Sondern auch für die Qualität der Folge nicht sonderlich gut ist. Ich möchte jetzt auch nicht den Part beenden und dann im nächsten Part wieder nur planlos in der Gegend rumlaufen. Mal ein paar Minuten eier ich immer noch rum. Komm, dann gehe ich hier nochmal lang. Grains, Grains. Wisst ihr was? Ich beende den Part und ich gucke jetzt mal noch nicht sofort in eine Komplettlösung rein. Aber ich suche mal ein bisschen und nehme das nicht auf, weil das ist ja wirklich dann langweilig für den Gucker. Also ihr könnt euch da natürlich auch äußern, wie das in Zukunft gehandhabt werden soll bei anderen Spielen, ob sowas gezeigt werden soll oder nicht. Aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, auch Sachen offscreen, off-record zu machen. Deswegen beende ich jetzt die Aufnahme und suche so mal ein bisschen rum, ohne es aufzunehmen. Vielleicht finde ich noch was. Ansonsten, sobald ich was finde, nehme ich auch wieder auf und zeige euch auch, wie ich da hingekommen bin. Tschüss, bis